Objektiv betrachtet. Ich habe nicht unbedingt etwas objektiv betrachtet, sondern ich habe dieses Ding hier mir mal angeguckt. Ein Kameraobjektiv. Das Ding ist ein wenig scheiße. Es ist ein wunderbares Objektiv. Es ist ein Canon EFS 17 bis 85 mm Objektiv. Es ist dafür bekannt, dass es ein sehr, sehr schönes Kabel besitzt und dieses Kabel verläuft einmal von ganz unten in dem Objektiv bis nach ganz oben, beziehungsweise von oben nach unten ist auch wieder schwierig bei einem Objektiv, aber einmal komplett durch das ganze Ding. Dieses Kabel ist so scheiße verbaut, dass es regelmäßig reißt. Das heißt, ich musste das Ding auseinanderschrauben, um es wieder zu reparieren, um auf das Thema Repair-Café zurückzukommen. Ich habe dann dabei mal festgestellt, wie sieht eigentlich ein Objektiv von innen aus? Und dabei ist mir aufgefallen, es besitzt mehr als nur eine Linse. Und naja, das war ziemlich offensichtlich, aber warum besitzen Objektive so viele Linsen? Das hat mehrere Gründe. Unter anderem basiert die einfachste Kamera erstmal auf einer bikonvexen Sammellinse, so nennt sich das Ganze, die praktisch die Brennpunktstrahlen auf den Bildsensor übertragen. Das ist erstmal relativ einfach, aber das Ganze sorgt bei verschiedenen Wellenlängen von Licht zu dem sogenannten Effekt der chromatischen Aberration. Hier unten sieht man mal, was passiert, wenn man das Ganze nicht ausgleicht. Man sieht, dass die einzelnen farblichen Bilder unterschiedlich auf den Sensor gelangen, weil sie unterschiedlich durch die Linse gebrochen werden. Wenn man das Ganze aber am Ende ausgleichen möchte, braucht man mehr als eine Linse. Hier sieht man mal, wie das unter anderem die Firma Canon gelöst hat, indem sie das Ganze durch mehrere verschiedene Linsen leiten, die am Ende die Strahlen gleichmäßig auf den Sensor verteilen. Dazu ist besonders wichtig diese asphärische Linse. Das leitet sich aus dem Namen her. Die ist nicht sphärisch geschliffen, das heißt kein runder Schliff, sondern ein leicht unterschiedlicher Schliff an verschiedenen Stellen, sodass die Strahlen am Ende tatsächlich auf den Sensor geleitet werden. Das Problem ist dabei, dass man sehr viele Linsen braucht, wenn man das Ganze auch noch zu einem Zoom-Objektiv machen möchte. Das heißt, dieser relativ große Bereich zwischen Gruppe 2 und Gruppe 3 ist unter anderem dafür da, um variabel einstellbar zu sein, um verschiedene Vergrößerungsstufen zu erlangen. Wenn man sich jetzt dieses Objektiv anguckt, was ich mir da angeguckt habe, ich habe festgestellt, als ich das Ganze repariert habe, habe ich ziemlich beschissene Fotos gemacht. Ich habe aber festgestellt, es gibt andere Leute, die exakt dieses Objektiv auseinandergenommen haben und genau diese Bilder gemacht haben. Und die sind einfach viel besser. Hier sieht man schon, das sind nur die Bestandteile, die ganz außen an der Kamera mit dran sitzen. Und man sieht hier bereits, es sind unendlich viele Schrauben. Insgesamt sind in diesem Objektiv über 150 kleine Schrauben verteilt, die ich fast alle ausschrauben musste, um am Ende an dieses bescheuerte Kabel zu kommen, was dann mir glücklicherweise von Leo da dran gelötet wurde an den am Ende Blendring, weil es ein Kabel war, das die Blende gesteuert hat. Hier sieht man noch mal ein paar weitere Teile. Unter anderem bei 25 sind die Lamellen zu sehen, die die Blendenöffnung bestimmen. Und das Flachbandkabel läuft am Ende zum Teil 24. Da sieht man auch dieses lustige Kabel hier. Dieses Kabel musste ersetzt werden. Dieses Kabel ist ungefähr so lang wie das Objektiv selbst, was sich hier auch mitgebracht hat. Also ich würde es nicht nochmal aufschrauben, das hat ewig gedauert, aber man kann sich gleich angucken, falls ihr das sehen wollt. Zum Beispiel bei Teil 12 sieht man den Motor der Bildstabilisation. Dieser Motor ist dafür da, um über diese Spulen hier diese gesamte Linse, die sich in diesem Bauteil befindet, auf- und abbewegen zu können, um das Bild dementsprechend anders auf die Linse auf den Sensor strahlen zu lassen, um das Bild am Ende trotz Verwackelung praktisch ausgleichsfrei zu halten, wenn man zum Beispiel eine etwas längere Belichtung hat. Man sieht, hier sind noch weitere Außenteile und was ich noch ganz spannend finde, ist, Moment, wo haben wir es denn? Das Teil Nummer 5 hier in der Mitte dieses Rings ist eine kleine Bürste. Diese Bürste besteht aus sehr, sehr kleinen Drähten und das läuft über einen länger gestreckten Konnektor und ist dafür zuständig, um den jeweiligen Zoom-Status des Objektivs darzustellen, weil er nur an manchen Stellen verbunden ist und an manchen Stellen nicht, je nachdem, an welcher Position sich gerade das Objektiv selbst befindet.
Das Problem daran ist, das Ding ist so flimsig, dass man es beim Anatmen bereits verbiegen kann. Und ich habe meine Zeit bereits überschritten, aber wenn man sich das hier nochmal anguckt, es sind viel zu viele Schrauben und man schraubt sich dumm und dämlich an so einem Ding. Ja. Vorschlag für deinen nächsten Vortrag. In 5 Minuten das auseinanderzubauen. Nein. Ich bin dagegen.